Ich werde nicht hier enden. Ich werde nicht in der Autowelt enden, sondern ich werde in der anderen Welt enden. 100%. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Casting Couch. Heute haben wir Herrn Jean-Pierre Krämer. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen und schon mal vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen ja, dass du sehr beschäftigt bist und deswegen schon mal vorab danke. Ja, gerne. Ich denke mal, die meisten Leute, die uns zuschauen, die wissen, wer du bist, was du machst. Aber, also gehe ich jetzt einfach von aus, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, deswegen sag doch mal eben kurz, wer bist du, was machst du überhaupt? Ja, mein Name ist Jean-Pierre Krämer. Ich habe eine Tuning-Firma in Dortmund, die sich aber über die Jahre wirklich schon stark entwickelt hat zu viel mehr als das, finde ich. Mhm. Ne, weil ich denke, allgemein in der ganzen Tuning-Branche, die Unternehmen sind gar nicht mehr so klassisch, wie es damals mal war, wo ich angefangen habe, wo du ein Fahrwerk bestellt hast und wo du dann auch mal ein bisschen was geschweißt hast oder gebastelt hast, einen Ausgleichsmelter gebaut hast und dann Felgen bestellt hast und ein Auto umgebaut hast. Heutzutage ist Kleidung, ja. Merchandise. Ja. Jeder Tuner sieht sich ja auch automatisch als YouTuber. Muss man ganz ehrlich sagen, ist ja wirklich heutzutage so. Und zudem hat es sich dann auch bei uns entwickelt, dass wir halt zum großen Teil vielfältig unterwegs sind. Ja. Bin jetzt 39 Jahre, ja, wohne in Dortmund und bin auch ganz happy hier eigentlich. Ja. Eigentlich. Ja. Du kommst gebürtig hier aus Plettenberg. Ah, okay. Das ist aus dem Sauerland. Ja, ist ja nicht so weit. Genau, ist nicht so weit. Ja, bin ich auch manchmal. Wenn ich vorbeifahre und ich habe ein bisschen Zeit, fahre ich ab, gucke mir ein bisschen was an und fahre wieder auf Autobahn. Okay. Wie bist du denn, sag mal, zum Autobusiness gekommen? Ich glaube, du hast eine Lehre bei Porsche gemacht, genau. Oder sowas als Verkäufer oder, mhm. oder richtig. Also eigentlich die, sag mal, die saubere Art der des Automobils. Kontakt zum Auto. Richtig. Ne? Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, das Auto, wie es da so steht, das gefällt mir so nicht. Ja, also die Begeisterung für Tuning war immer da. Immer. Und ich habe diesen Weg zum Auto bekommen über meinen damaligen Mentor, das war Stefan Höckmann. Der hat mich aufgegabelt quasi und ich war damals echt so ein ziemlich hoffnungsloser Fall und war so mehr Basketball und Ausgehen und Mädels und ich war nicht so auf Kurs, sagen wir mal. Ja. Und der war sehr streng zu mir, hat mich dann in diese Lehre reingesteckt, hat mich jeden Tag unheimlich hart gedrillt, also wirklich, es war wirklich eine gute Zeit, aber es war auch eine unfassbar harte Zeit, die ich bei keinem heute wieder gesehen habe. Mhm. Wenn ich Jugendliche heute sehe in der Ausbildung oder was die meckern oder was die so sehen, dann denke ich mir nur so, habt ihr es gut, ne? Nein, ich hätte an den Satz gedacht und hätte mit der flachen Hand einen in die Fresse bekommen. Ja. Und ich habe damals schon immer Begeisterung gehabt für Umbauen. Mhm. Und das war auch komplett egal, ob es Leistung oder Optik war, ich fand das immer toll. Okay, was war dann so für dich das erste Auto, wo du wirklich gesagt hast, ich nimm das jetzt und bau das um. Was war dein allgemein dein erstes Auto, womit du so rumgekurvt bist? Ich hatte ganz kurz einen Golf 3, den habe ich mit dem Überschlag hier vorne in der 236 kaputt gemacht. Nach anderthalb Tagen, glaube ich, oder sowas, oder zwei Tagen, weiß ich mehr genau. 270? In der Kurve war das sogar, in der Auffahrt Richtung Autobahn, Richtung A2 wieder war das. Und das war richtig krass, weil ich habe allen erzählt, ich habe diesen Golf 3 GTD. Den hat aber nie einer gesehen, ja. Weil der direkt kaputt war. Dann hatte ich keine Kohle und dann habe ich mir einen ganz, ganz, ganz alten Polo gekauft. Den will ich auch nie vergessen. Und da habe ich auch noch nicht dran rumgeschraubt, an beiden Autos nicht. Am Golf sowieso nicht, war zu kurz. Und so richtig los ging es mit meinem Golf 4 1.6er SR. Ja. 10x18 RH Technik. 2 PS. Richtig, das war der 101 PS, ja, oder so, ja. Der SR war der Schaltsaugrohr, dann nachher kam dieser andere ohne Schaltsaugrohr. Das Wunder der Leistung, ja. Aber der war geil, also für mich war das schnell und für mich war das auch geil. Ja, klar. Nur wenn du 8,5, 18 und 10x18 hinten fährst, bremst das so ein 1,6er Motor schon ganz schön ein. Und, aber für mich war das eine tolle Zeit, ja. Cool, schön. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, irgendwann, ich denke mal, die Ausbildung zum Verkäufer hast du abgeschlossen? Ja, ja. Und danach, was... So der Werdegang, wie es dann dazu kam, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich mache jetzt mal Tuning zum Hauptberuf, sondern um nicht Autos verkaufen. Ich bin dann von da direkt zu 9FF. Mhm. Das ist so ein Porsche-Tuner, der auch hier, ja, in Dortmund noch ist. Hab da Verkauf gemacht eine lange Zeit
Und von da aus habe ich mir schon gesagt, ich glaube, ich kann das besser. Mhm. Und ich glaube, das ist besser, wenn du deine Energie, die du hast, in dein Unternehmen steckst. Mhm. Und ich glaube, diese Energie gebe ich auch meinen Mitarbeitern stark weiter, dass ich möchte, dass sie Verantwortung übernehmen und auch das so empfinden, als ob es deren Unternehmen sei. Mhm. Auch gehaltstechnisch, wer ist das? Ich habe schon Hunger. Die kann man aber mit viel Lernen hier zur Tür angeballert. Ich hatte richtig Hunger. ja, und so kam eins zum anderen. Hatte ich mit Sydney die Firma zusammen. Mhm. Und dann habe ich mir halt nochmal gesagt, ich glaube, ich kann das nochmal anders machen. Mhm. Dann haben wir uns ja getrennt, was ja wirklich sehr viele wissen. Und dann kam das. Ja, anscheinend goldrichtig. Das sagt mir jeder. Warum? Du hast ja das gemacht, was, oder jedenfalls hast du mit dem, was du gedacht hast, dass du besser kannst, hast du auf jeden Fall auch Erfolg gehabt. Hast du doch auch? Ja, natürlich. Ja, okay. Deswegen ist, ich habe mich auch so, ich habe auch mal Kindergärtner gemacht, die wollten uns sofort. Ehrlich? Mehr. Ja, klar. Digga, das ist ja mein Traum. Echt? Also Kindergärtner, aber noch viel mehr Hundeheime oder sowas und ich kann ja auch eins versichern, das spüre ich immer mehr, ich werde dort enden. Ich werde nicht hier enden, ich werde nicht in der Autowelt enden, sondern ich werde in der anderen Welt 100%. Ja, finde ich gut. Nee, Kindergärtner, das war immer so ein Traum, aber dann habe ich doch gemerkt, jeden Tag wirklich aufstehen und immer absolutes Vorbild sein und quasi gute Laune haben. Ja. War nicht drin. Ist nicht so. Und dann habe ich halt ein Hobby zum Beruf gemacht. Finde ich geil. Absolut. Deswegen, geil, also, auch das, was ich mache, fühle ich mich goldrichtig. Keine Frage. Es ist ja nicht immer nur der absolute Erfolg, sondern auch das, was man selber von seinem Leben so erwartet. Klar. Das ist ja das, worauf es ankommt. Nicht für andere, sondern für sich selbst. Ja, ist auch ein interessantes Thema. Also gerade beim Tuning finde ich ja interessant, dass Tuning ja schon, wenn man wirklich ehrlich ist, sehr viel mit Rückschlägen zu tun hat. Weil du ja was probierst, ja, wofür das eigentliche Bauteil nicht gedacht ist. Ja. Und ja, also auch wenn ich hier so in die Runde gucke, da sind überall habe ich Erinnerungen an Rückschläge oder wirklich viel Tränen und viel Leid. Oder viel, das heißt viel Leid, aber viel. Ja, doch, also ich glaube schon, dass man da ab und zu ein bisschen leidet. Weil man hat ja das Ding im Kopf, wie das funktionieren muss quasi. Und wenn es dann nicht funktioniert, natürlich schwächt einer so ein bisschen und man denkt so: Ah, Scheiße, warum klappt das jetzt nicht? Ne? Nee, auch Anspannung. Ne? Also, wenn ich dieses Auto sehe, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gerne hören will. Manni und ich standen auch schon weinend zusammen vor diesem Auto. Oh, ja. 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 Ja, genau dazu. Ja, glaube ich. Gut, jetzt machst du ja schon dann ein bisschen länger das Tuning. Und du sagst es gerade, jetzt machst du das fast 20 Jahre. Oh, nee. Oder was hast du gerade gesagt? Nee, länger, ne? Nee. Ach, 20 Jahre? Ja, genau. Ja, das Schrauben, aber ob das, obwohl das war Tuning. Ja, aber jedenfalls beäugst du ja die Tuning. Ich habe zum Beispiel nie repariert. Immer nur. Ich habe nur umgebaut. Ich habe eigentlich nie wirklich repariert. Einfach nur umgebaut immer. Ja. Aber dann hast du ja die Tuning-Szene, sag ich mal so, in allen Phasen, so sag ich mal, in den letzten Jahren so mitgemacht. Und wie siehst du das momentan? Ich sag mal. Aus welchem Blickwinkel? Aus dem Blickwinkel des Tuners und des Unternehmers. Weil, ich sag mal, es wird ja nicht einfacher. Die Autos, also zum einen Teil die Autos, den neuen R6, werden fast schon perfekt gebaut. Ja, ja. Dass du gar keine Chance mehr. Früher beim R6 konntest du sagen, okay, das Fahrwerk war absolut kacke. Ja. Und man konnte noch viel verbessern. Mittlerweile ist es ja so, dass es perfekt nicht mehr viel zu verbessern gibt. Und dann auch die Thematik, dass du es nicht mehr verbessern darfst. Ja. Also als erstes muss ich jetzt beantworten als Unternehmer. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz starke Bereinigung der Unternehmen gibt, weil es auch eine ganz starke Hochphase gab, wo jeder gedacht hat, ich mache Tuner und wo das auch so funktionierte und auch so ging. Ich denke, jetzt werden sich die Unternehmen rauskristallisieren, die wirklich technisch in der Lage sind, die Lösung zu bieten für den Kunden. Mhm. Und nicht, weil es gibt sehr viele dahergelaufene Jungs, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber der Beruf verlangt mehr als einen Katalog aufschlagen und eine Feder einbauen können und eine Felge draufschnallen können. Das ist deutlich mehr als das, meiner Meinung nach. Das wird sich stark bereinigen, weil der Markt wird enger und umkämpfter. Mhm. Die Autos werden perfekter, das stimmt. Aber ich denke dort, das Individualisieren steckt ja in dem Kunden und nicht in dem Tuner. Sondern der Kunde hat ja den Wunsch. Und ich denke, sobald
an der Ampel 20 perfekte RS6 serienmäßig stehen, wird die Kreativität des Kundens das hervorbringen, dass er dann was anderes will. Und da entsteht die Kultur wieder. Weil wenn du du bist in China, du bist in Japan, in Korea, die haben ganz andere Tuning-Augen oder ja, die sehen das ganz anders. Und ich denke, es wird in Deutschland ganz genauso passieren, dass wir dort andere Richtungen einschlagen. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das Thema Rad wird nie sterben. Nee. Das Thema Fahrzeughöhe wird nie sterben. Das Thema Klangveränderung, ob es um in die Lautstärke geht, aber Klangveränderung wird nie sterben. Und das Thema eine etwas bessere Beschleunigung als mein Nachbar mit demselben Auto wird nie sterben. Ja, stimmt. Und diese vier Ecksäulen werden das Thema machen. Solange wir nicht anfangen, aus Holz irgendwelche Spoiler nach vorne. Wo du gerade sagst, das ist der asiatische Markt mit diesen ellenlangen Spoiler und den Auspuffrohren quasi. Aber unser deutsches Gesetz hat sich in eine unfassbare, schwierige Situation manövriert. Und zwar ist es einmal ein Wirtschaftszweig, den wir uns selbst erlaubt haben, mit den Institutionen, die wir haben. Ich möchte da keine Namen nennen. Die haben natürlich eine gewisse Lobby über die Jahre in Deutschland. Ja. Die werden auch so nicht gehen. Die haben ihre Einnahmen aufgrund Punkt 1, 2, 3 und 4 und 5. Und die werden sich auch 3 und 5 nicht nehmen lassen, sondern es wird einfach so weitergehen. Plus, dass wir als Deutschen vermeintlich dafür bekannt sind, unheimlich korrekt zu sein und unheimlich tolle Sachen zu haben. Dabei sind wir es überhaupt nicht, weil wir jahrelang blind waren vor uns selbst und alle anderen Länder, nicht alle anderen, viele Länder um uns herum uns schon meilenweit überholt haben in Sachen Genauigkeit. Und vor allen Dingen auch, das Allerschlimmste ist, wir haben in den Gesetzen und Institutionen gar keinen Bezug mehr zur Realität. Ja, das ist oft. Ne? Also ein Herr an der Straße möchte ein Auto straßenverkehrsuntauglich machen, weil zum Beispiel die Kennzeichenbeleuchtung keine E-Nummer hat. So, und jetzt kommt der Punkt. Vielleicht würde dieses Bauteil ja, wenn es die Prüfung geht, Punkt 1 eine E-Nummer bekommen. Das zweite ist, ich möchte gerne wissen, welche Risikosituationen entstehen durch diese Kennzeichenbeleuchtung, dass er aus dem Verkehr aus dem Verkehr gezogen wird. Also da haben wir uns in eine Situation manövriert, die halt wirklich allen auf den Sack geht. Uns einfach so. Auf den Sack gehen ist wieder zu plump. Ich glaube, wir haben, das ist eine. Für alle Parteien ist das echt schlimm, weil ich kann mir vorstellen, die Gesetze machen, denken sich oft genauso, das Gesetz hebt ja das wieder auf, das hebt. Mhm. Wir kommen hier nicht raus. Ja. Wir haben uns einen Palast an Gesetzen gebaut, wo wir nicht mehr rauskommen. Auch so ein typisch deutsches. Exakt. Ne? Und ja, genug zu dem Thema. Ja. Hoffe ich. Du hast Fragen aber, ne? Das sind ja schon die Fragen von den Zuschauern. Nein, ich habe auch, das wird so der zweite Part des Ganzen. Okay. Wir sind Part 1. Genau. Ich bin original vor 50 Minuten aufgestanden. Ich muss entschuldigen, falls ich noch nicht ganz da bin. Hast du einen Kaffee gehabt? Ich trinke keinen Kaffee. Du trinkst keinen Kaffee? Noch nie in meinem Leben einen Tropfen Kaffee getrunken. Dann müssen wir jetzt ja ab. Nee, noch nie einen Tropfen Kaffee getrunken. Auch Kaffee morgens. Das ist mal irgendwie so. Keine Chance. Jeder so gemacht. Keine Chance. Ja gut, wenn es, sag mal, an Autos, wenn dir die nicht so gefallen, dann veränderst du sie. Aber wie man jetzt sieht, baust du ja auch einfach fast selbst mittlerweile ein Auto. Ich sag mal, der Too Crazy war ja schon sehr, sehr verrückt, wie der Name schon sagt. Aber das Ding ist ja fast eine... Die Vorstufe zu weiteren Stufen, die wir in Zukunft gehen wollen. Ja, genau. Wie kamst du auf die Idee zu dem Momentum? Ich bin großer Ironman-Fan auch und ich denke, dass Tuning in Zukunft und vor allen Dingen auch der Unterhaltungswert fürs Publikum höher sein kann, als einfach nur das, was man erwartet. Plus, irgendwie stelle ich mir schon auf die Fahne, dass das Thema Tuning im YouTube und wie die Reihenfolge ist von diesen Videos, haben wir schon mitgegründet. Ihr seid auch sehr früh dabei, sehr, sehr früh. Ihr habt, glaube ich, sogar auch Videos vor uns noch, glaube ich, weiß ich nicht. 2012. Ja, deswegen habe ich da auch sehr, sehr großen Respekt vor. Aber ich wollte was machen, was einfach in diesem Automobil-YouTube nicht langweilig ist. Mhm. Und das beinhaltet, dass du erstmal dein Publikum komplett vor die Pumpe rennen lässt. Die wissen gar nichts. Die Videos laufen rückwärts rum. Es ist kein Auto. Und du hast zu dem Auto auch eine Geschichte. Mhm. Und du kannst dich auch, es ist erlaubt, sich zu verlieben in das Auto. Weil es so fern ist. Wenn ich einen GT3 RS sehe oder sowas, dann sehe ich ihn an der Ampel vielleicht auch mal von so einem Typen, der nicht so cool ist oder sich was. Aber das willst du einmal sehen. Das ist ein Einzelstück, ja. Genau. Ja.
Und es ist so verrückt. Und wenn du auf ein Papier aufschreiben dürftest, ein Carbon-Monocoque mit einem RS4-Motor mit ungefähr 1000 PS, Abgasanlage aus dem Dach drauf und so einem Helm und die Front und die Rückleute, also dann wäre das das Auto. Und das haben wir gemacht. Finde ich sehr geil. Also mein tiefster Respekt, das ist, habt ihr was sehr, sehr Geiles gebaut. Also danke sehr. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr toll funktionierendes Auto. Das muss man dazu sagen. Also das ist, wir haben es extra uns gesagt, dass wir erstmal Abstand haben wollen vom Super Golf und von dem Auto und machen normal weiter, stellen die Autos aus. Also beim Super Golf sind wir gerade so ein bisschen dran, weil der braucht noch relativ viel Arbeit. Aber das ist auch ein sehr tolles Konzept. Mhm. Aufgrund, ich habe mir ausgerechnet, wie viel der Radstand länger sein muss im Verhältnis zu dem Fahrzeuggewicht und zu der neuen Position des Motors, weil der Motor ist ja viel näher an der Spritzwand als original war. Plus die Radstandverlängerung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das Auto besser fährt als ein normaler KTM. Ja, vor allem auch mit der ganzen Aufhängung und dem Diffusor-Paket, glaube ich, klebt das Ding schon an der Straße. Das ist schon ganz gut, ja. Hast du schon auf der Lassisee gefahren? Nein. Wir haben noch ein kleines Thema bei dem Auto, das sind die Antriebswellen. Die sind noch nicht stabil genug. Ah, okay. Also Verhältnis Leistung zu Traktion, zur Antriebswelle, das ist noch nicht. Ja gut, aber wenn du da richtig reinladst, dann macht die Piu. Ist halt Forschung, ne? Es ist halt, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Ding, wo man auch dem Publikum keinen Vorwurf machen darf, aber Leute kritisieren uns sowas, das funktioniert ja alles nicht. Bei dem Tuner läuft das so und so und so. Digga, der nimmt ein normales Auto, macht da eine Software drauf und baut ein Auto drunter. Was um Himmels Willen macht der denn? Ich will ja keinen, das machen wir ja genauso. Ja. Aber es ist ja keine Kunst. Es ist ja nichts von der Stange, sondern es ist alles. Dieses Auto ist komplett das Monocoque und selbst das ist verändert. Es ist ja nichts an diesem Auto normal. Wir bauen ein Auto, so wie das ein Audi, ein Porsche oder sich was macht. Ja. Und da kann, und das in dem Zeitraum, also da kann es, es ist anspruchsvoller als man denkt. Das glaube ich. Das sind viele kleine Sachen, die man gar nicht, exakt alles, die man gar nicht sieht, die aber wichtig sind. Ne? Die, ja, krass. Klar, hat ja alles Einfluss. Ja. Aber was wirklich ganz geil ist im Team bei uns, dass wir über die Jahre geil gelernt haben, wie das geht. Mhm. Ne? Herausforderungen zu meistern. Nee, auch zu wissen, woran man jetzt schon so denkt. Mhm. Zum Beispiel bei dem Up, der Vierrad angetrieben hat, das war so ein Projekt, das haben Leute doll unterschätzt. Das war super, 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 super schwierig. Das glaube ich. Und da haben wir schon viel gelernt und über die Zeit, weil bei uns ist ja fast alles geswappt. Mhm. Es ist ja fast nie der Motor, der Original drin war, ist ja noch nachher drin. Ja. Und wenn ich auch Projekte durchspreche, am Anfang des Jahres, das haben wir jetzt schon gehabt, sprechen wir die Projekte übers Jahr durch, weil wir sehr weit in die Zukunft planen müssen. Und ich schlage Projekte vor, wo der Motor nicht gewechselt wird. Da gucken die mich an. Wie? Und wie lange soll das dauern? Eine Woche oder was? Und dann sind wir fertig oder was? Und das ist ganz süß. Also wir haben sehr viel Spaß hier. Das ist echt... Das ist immer die Hauptsache, die ich so sehe. Also das ist echt toll. Dass man morgens aufsteht, Bock auf diesen Job hat. Ja. Das ist das Wichtigste, finde ich. Weil damit kommt halt auch die Qualität der Arbeit. Alles kommt dadurch. Ja. Ja. Ohne, also wirklich alles. Das sage ich auch jedem, egal ob er bei DHL arbeitet oder egal wo. Es muss dir Freude bereiten. Ja, ja, absolut. Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Und es sind sehr viele in dieser Tuning-Branche dabei, die machen das und haben da keine Freude bei. Das weiß ich. Schade eigentlich. Die sollten aufhören. Ja. Ja. Meine Meinung. Ja, oder irgendwas ändern. Ja. Ja. Jetzt das nächste große Projekt, was ja bei euch so. Oder jedenfalls, wo die meisten Leute von wissen, ist, glaube ich, der M3. Ja. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt. Was weiß der? Da kommen wir später dazu. M3 mit. Ist so gut wie fertig, kann ich sagen. Echt? Ja. 14 Tage. Wenn du willst, ohne Kamera kann ich dir gleich zeigen. Gerne. Ich fand das sehr, sehr krass. Weil, ist es auch krass. Ich habe mich an ein Auto erinnert, was ich auf Fasima gesehen habe, bei CSF, glaube ich, entstand, mit dem Motor nur drin. Ja, kannst du nicht vergleichen, die Autos. Aber das jetzt mit der Achse und dem ich zeig's dir gleich, gerne. Sehr gerne, ja. Zeig's dir gerne. Also du fliegst vom Stuhl. Geil. Ja. Sehr schön. Wir sind jetzt schon bei letzten Kühlerpakete nur noch zu positionieren. Geil. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Feier ich ja. sehr. Gut. Das war der Wahnsinn. Und ey Leute, was für eine Distanz man zurücklegt auf dem Navi, wenn du die Zeit über 300 fährst, ne? Das Navi denkt sich auch, falle ich gerade oder was?